Moin. Die Spargelzeit endet so langsam. Wir haben aber noch ein schnelles Spargelrezept für euch auf Lager, mit dem ihr perfekt übrig gebliebene Spargelreste verwerten könnt. Einen gebackenen Spargel mit Gurkensalat und Kürbiskern-Hollandaise. Los geht's! Für unseren gebackenen Spargel panieren wir einfach unseren erkalteten, abgetropften Spargel mit Mehl, Ei und Semmelbrösel. Unsere Semmelbrösel haben wir einfach aus Brotresten im Mixer selber gemacht. Deswegen sind sie etwas feiner als normal. Dann legen wir den Spargel kurz zur Seite und bereiten schon mal den Gurkensalat vor. Dafür haben wir einfach die Gurke geschält und danach mit einem Küchenhobel in lange, dünne Scheiben gehobelt. Die Form ist natürlich egal. Ihr könnt sie auch fein würfeln oder in Scheiben schneiden, wie es euch am besten gefällt. Und dann salzen wir die Gurke schon mal, damit sie ihr Wasser lässt. Nach ein paar Minuten schütten wir das ausgetretene Wasser ab und fangen an mit dem leichten Dressing. Dafür geben wir etwas Wasabi-Paste, ein wenig kleingeschnittenen Koriander, weißen Balsamico-Essig, Sesamöl und eine Prise Pfeffer zu den Gurken und rühren das Ganze um. Abschmecken, eventuell noch etwas nachwürzen, aber bei uns hat der Geschmack gepasst. Und dann haben wir uns kurzerhand noch entschieden, etwas Salat und Babymangold hinzuzugeben. Das braucht ihr allerdings nicht. Und fertig ist unser Gurkensalat. Unsere Kürbiskernsauce Hollandaise haben wir schon vorbereitet. Darüber gibt es auch schon ein Video auf unserem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Das verlinken wir euch auf jeden Fall in der Infobox unter dem Video. Und dann müssen wir nur noch den panierten Spargel in der Pfanne ausbacken. Wendet ihn dabei einfach mehrmals, aber passt auf, das Fett ist natürlich super heiß. Und nicht jeder hat solche abgehärteten Kochhände wie Chris und kann damit einfach so in die heiße Pfanne greifen. So, und wenn der Spargel knusprig und goldbraun ist, dann können wir auch schon anrichten. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Gebt uns gern Feedback in den Kommentaren, lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Chris und Marie.